Hallo und herzlich willkommen zu einem brandneuen Video hier auf meinem Kanal, Leute. Und zwar heute was mega nices. Ich werde euch meine Wohnung zeigen. Das liegt einmal daran, weil ich demnächst ausziehen werde in eine andere Wohnung. Und Leute, dann dachte ich mir, dann zeige ich euch die Wohnung. Ich schiebe das immer so alles vor mir her. Aber jetzt, wo ich den Entschluss gefasst habe, dass ich hier ausziehen werde, dachte ich, okay, jetzt musst du es machen. Und erwarte nicht zu viel, Leute. Ich habe nicht wirklich Möbel. Das liegt einfach daran, weil ich mir vor längerer Zeit schon nicht mehr sicher war, ob ich hier wohnen bleibe oder nicht. Und dementsprechend habe ich keine Möbel gekauft, weil es würde keinen Sinn machen. Dann baue ich die auf und baue die wieder ab und dann wieder auf. Und dann könnt ihr euch denken, dass sie möglicherweise kaputt gehen. Auf jeden Fall, Leute, ich würde sagen, let's go. Und wenn ihr Videovorschläge habt, schreibt sie unten in die Kommentare. Wenn sie gut sind, nehme ich sie auf jeden Fall dran und pinne sie, dass man nachvollziehen kann, womit ich die Idee habe. Und go. Und Leute, schreibt mir ruhig unten in die Kommentare, wie ihr diese Wohnung findet und ob ihr schon eine eigene Wohnung habt oder bei euren Eltern lebt. Auf jeden Fall, Leute, angefangen, ja, fängt es hier an quasi mit dieser Treppe. Davor kommt aber noch eine Treppe. Denn Leute, hier ist der Eingang. Ich zeige euch mal in die Perspektive hier. Vielleicht habt ihr schon mal in irgendeinem Video gesehen. Ja, das ist quasi der Weg nach oben hier. Also ich würde sagen, ich gehe da mal hoch mit euch und dann let's go. Und Leute, so sieht das Ganze von oben aus. Vor allem, Leute, das Coole ist, ich zeige euch das mal kurz, ich habe hier Glas. Kleiner Spoiler, hier ist schon eine Küche und hier, keine Ahnung, was das ist, irgendwie so ein Zwischenraum oder so. Und sorry, Leute, für das Licht, es wird langsam dunkel. Was soll ich dazu sagen? Ich habe nicht in allen Räumen Licht. So, Leute, auf jeden Fall, ja, hier ist der Eingang. Hier geht es schon weiter zur Küche. Die Küche, die zeige ich euch mal. By the way, ich habe hier eigentlich noch nie gekocht oder irgendwas richtig zu essen gemacht, außer Sandwiches. Hier geht es direkt zum Bad. Da, wo ihr jetzt quasi steht, ist die Wohnstube und da schlafe ich auch. Dort ist mein Ankleidezimmer und hier drehe ich immer meine Videos, irgendwie so grob erklärt. Und dahin ist noch Abstellraum, ich zeige es euch einmal. Also Leute, wir sind gerade in der Küche und ihr merkt möglicherweise, es hallt deutlich mehr trotz Mikrofon. Das liegt eigentlich daran, weil ja, die Küche nutze ich gar nicht so richtig. Auf jeden Fall, Leute, zeige ich mal kurz so grob, was hier so ist. Also Leute, hier ist mein ganzer Stolz. Das habe ich komplett selber aufgebaut. Ich blende euch mal ein paar coole Aufnahmen ein. Ja Leute, die Aufnahmen sind schon ein bisschen her, aber gönnt euch mal, wie nice einfach. So, ich packe die mal kurz aus. Ich bin selber gespannt, weil ich habe die bisher im Laden nur so leuchtend gesehen halt, als Aussteller. Und zwar sind das so LED-Ringe, richtig edel auf jeden Fall. Die beiden Bänke dafür dran. Ich bin mal gespannt, wie das wird. Also auf jeden Fall hier, wie man sehen kann, zu zweit. Ich bin alleine. Die Bank ist auch schon fertig. Richtig nice, die passt super gut dazu. Jetzt müssen wir noch die zweite aufbauen und dann das da irgendwie so positionieren. Mal schauen, wie es aussieht. Also hier ist ein Wasserkocher. Dann für ein Video habe ich mal so einen Kaffee gekauft und so einen Kakao. Oh, vor allem Leute, hier meine Rettung. Der Sandwich-Maker, den habe ich so oft benutzt eigentlich. Ich habe eigentlich nur Sandwiches hier in der Küche gemacht. Ja, Leute, dann sind hier zwei Fenster. Und hier ein paar Küchengeräte, die habe ich so von der Familie bekommen, allerdings nie benutzt. Hier ein Mülleimer, eigentlich sollte der per Sensor auf und zu gehen. Oha, da ist sogar Müll drin. Aber ich habe da keine Batterien für gekauft. Dann, das ist zum Getränke kalt halten. Hier sind so irgendwelche Küchensachen und Pfandflaschen fürs Money. Das ist übrigens die Klingel. Und Leute, hier ist noch ein Abstellraum. So, auf jeden Fall, jetzt wird Zeit für das Badezimmer. Ist auch nicht so viel drin. Also das meiste war schon drin. Daher, allzu leer sieht das nicht aus. Aber let's go. Ja, auf jeden Fall, hier ist die Toilette. Dann haben wir hier neben auch die Dusche. Das ist meine IKEA X-Off-White-Tasche, die leider schon gerissen ist. Hier kommt nämlich die ganze Schmutzwäsche rein. Hier ist ein Fenster. Dann habe ich hier immer Bademäntel und Handtücher liegen. Und das ist das Waschbecken. Ein Spiegel habe ich leider noch nicht. Aber dafür habe ich hier einen Spiegel. Hi. Dann habe ich hier zwei Föhns. Das liegt einfach daran, weil ein Föhn, wird manchmal zu heiß, um meine Haare zu föhnen. Und dann brauche ich einen zweiten. Deswegen wundert euch nicht, dass der Boden so neu aussieht und alles. Das ist eine Neubauwohnung. So Leute, dann kommen wir auch zum nächsten Zimmer. Und zwar ist das eigentlich mein YouTube-Zimmer. Da drehe ich immer meine Videos. Ich würde sagen, ich zeige euch jetzt mal das Zimmer. Die Kamera, also quasi ihr, steht schon drinne. Ja, ist auch leider nicht ganz so geworden, wie ich es mir vorgestellt habe. Aber gönnt euch mal. Also Leute, hier ist quasi mein Schreibtisch. Ja, hier habe ich noch Hocker. Dann sind hier wieder zwei Fenster und hier ist überall Akustikschaumstoff. Ja, das soll was bringen, aber irgendwie macht das mir nur die Tapete kaputt. Vor allem Steckdosen habe ich hier sehr viele. Da sind zum Beispiel zwei, hier ist eine,
Da sind wieder zwei. Da sind wieder zwei, dahinter sind auch noch zwei. Und ja, hier habe ich so meinen Krimskrams stehen für Videos und so. Und Leute, jetzt wird es Zeit für mein Ankleidezimmer oder so. Das sollte eigentlich kein Ankleidezimmer werden, aber ist eins geworden, weil ich keinen Kleiderschrank hatte und irgendwie braucht ihr dann viel Platz und gönnt euch mal. Das Ding ist, das sind nicht mal alle Schuhe. Also es ist echt ein Teil eigentlich nur. Ja, moin Leute, wir stehen drinnen, im Ankleidezimmer würde ich sagen, wenn man das so nennen kann. Eigentlich ist es ein Zimmer, wo überall Klamotten drin rumfliegen. Ja, jetzt habe ich es mal ein bisschen aufgeräumt für euch. Eigentlich sieht das nicht so aus. Das Ding ist, ich habe meine Sachen jetzt einfach so aufgehangen, die wir natürlich immer, bevor ich die anziehe, in der Regel gebügelt. Ja, auf jeden Fall zeige ich euch das mal kurz. Also Leute, hier sind wir drin, da sind ein paar Schuhkartons, da ist ein Fernseher, der noch nie angeschlossen ist. Hier liegen einfach so ein paar Klamotten rum, weil ich keinen Platz mehr hatte. Da ist ein Koffer, dann haben wir hier ein paar Schuhe. Hier auf jeden Fall ein Fenster, dann haben wir hier Hosen und Jogginghosen und so. Und hier habe ich meine Klamotten hängen, also unten Jacken und oben die T-Shirts auf der einen Seite und auf der anderen Seite Pullis. Dort sind Boxershorts und Socken drin. Ja Leute, das war's auch schon. Also recht unspektakulär eigentlich, aber mit Lampen. Jetzt wird Zeit für das Wohnzimmer und das letzte Zimmer. Ja, ein Wohnzimmer ist es eigentlich und ich schlafe hier auch eigentlich meistens. Auf jeden Fall Leute, hier ist es auch relativ leer. Das Ding ist, ich habe nicht mal ein Bett. Es ist einfach nur eine Matratze, auf Yo Olli angelehnt. Ja, auf jeden Fall eher die Matratze im Auto und ich auf dem Fußboden. Ich würde sagen, ich zeige es euch mal und go. Ja Leute, das hier ist jetzt quasi das Zimmer so. Hier ist auf jeden Fall ein Läufer. Da ist meine Matratze. Dann habe ich hier einen Glastisch. Hier kann man richtig geil chillen. Hier einfach so sitzen mit einer Pfeife. So. Zack. Und enjoy. Auf jeden Fall hier habe ich so einen, Tisch, wo ich auch so Unterlagen und so reinpacke. Das ist so das Zimmer. Und hier natürlich wieder Fenster und haufenweise Steckdosen. Also das war so meine Roomtour. Sehr unspektakulär eigentlich. Wie groß die Wohnung ist, ich glaube 70 Quadratmeter müssten das sein. Ich habe aber keine Ahnung von sowas. Ich weiß auch nicht, wann die gebaut wurde. Ich weiß nur, dass ich der Erste bin, der hier einzieht, also Erstbezug. Also Küche fällt natürlich auch sehr mager aus. Das Ding ist, Leute, ich bestelle eigentlich immer Essen oder esse bei meiner Mom. Auf jeden Fall, Leute, wenn ihr Videovorschläge habt, schreibt sie unten in die Kommentare. Wenn sie gut sind, nehme ich sie mit dran und pinne sie, dass man nachvollziehen kann, wo wenig Idee habt. Abonniert kostenlos diesen Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Gebt einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat und ciao.